Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Yatza Etchem Badin Vesan Vechilchel Etchem Badin Vehemit Etchem Badin Veyodea Mispar Kulchem Badin Veatit Lehachsir Velachiochechem Badin Baruch Ata Adonai Mechaye Hametim Ata Gibor Leolam Adonai Mechaye Metim Ata Rav Lehoshia מחלקל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, צומח נופלים ורופאי חולים, ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לישני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך? מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה, אדוני, מחיי המתים. יתגדל ויתקדש מי רבה די ורח ירותי, וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריף ואימרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפואר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לאלום ינחל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן ועולמה ואמרו אמן. יהי שלומה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו, אמרו, אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל, ואמרו, אמרו, אמן. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, ich will es erst mal einschalten, aber ich glaube, mein Organ reicht auch so aus. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nach der musikalischen Eröffnung dieser Feierstunde und den auf Hebräisch und Aramäisch gesprochenen Gebeten darf ich Sie zur Einweihung der Erinnerungstafel auf dem jüdischen Friedhof in Föhl sehr herzlich begrüßen. Gestatten Sie, dass ich zunächst Ingo Stotz und Sarah Küpfer ein Dankeschön dafür sage, dass sie die Feier musikalisch umrahmen. Sarah Küpfer ist Jüdin, hat in Jerusalem studiert, kennt sich in jüdischen Riten aus und es ist uns wichtig gewesen, dass wir denen, deren wir hier gedenken, die hier mit ihren Namen und mit ihren Daten auf diesen Steinen stehen, dass wir die würdig und angemessen ehren dadurch, dass wir eben auch
jüdische Elemente in diese Feier mit hineinnehmen. Und Sarah Küpfer, dir gilt ein herzliches Dankeschön. Wir hatten vorher bei den jüdischen Gemeinden in Kassel und Marburg angefragt. Die konnten leider nicht kommen und ich denke, Sarah Küpfer macht das hervorragend. Wir weihen diese Erinnerungstafel in einer schlimmen Zeit ein. Zu einem Zeitpunkt, an dem die Terrororganisation Hamas Israel angegriffen, mehr als 1000 Bürgerinnen und Bürger ermordet und viele entführt hat, um sie als Geiseln oder Schutzschild zu benutzen. Ziel der Hamas und der sie anstiftenden Regierung der Islamischen Republik Iran ist die Auslöschung des Staates Israel. Insbesondere wir Deutschen können dies nicht akzeptieren. Aufgrund der deutschen Geschichte, insbesondere in Bezug auf die Jahre 1933 bis 1945, haben Bundesregierung und Bundestag mit Recht festgestellt, dass die Existenz Israels deutsche Staatsräson ist, wobei man im Moment sehr heftig darüber diskutiert, was der Begriff Staatsräson bedeutet. Wir, die wir heute hier stehen, tragen keine Schuld an dem 6-millionenfachen Mord an den Juden Europas. Wir sind doch nicht verantwortlich dafür. Aber wegen dem, was unsere Großeltern und Urgroßeltern getan haben, sind wir besonders verantwortlich dafür, dass nicht wieder passiert, was geschehen ist. Und wir sind auch verantwortlich dafür, dass Jüdinnen und Juden in einem Staat leben können, in dem sie vor Verfolgung und Gewalt sicher sind. Und dieser Staat ist Israel. Und deshalb erkläre ich für den Förderkreis Synagoge in Föhl und sicher für alle anderen, die heute hier stehen, dass wir das Existenzrecht Israels ebenso anerkennen wie das Recht, sich verteidigen zu dürfen. Möge der Krieg bald und mit möglichst wenig Opfern enden. Ich hoffe, oder realistischer ist zu sagen, ich wünsche mir, dass nach diesem Krieg eine Ordnung, eine Struktur geschaffen wird, die es ermöglicht, dass Israelis und Palästinenser in dauerhaftem Frieden mit oder vielleicht auch nur nebeneinander leben können. Mit Michael Dimur und Daniel Rothschild, das sind Nachfahren Föhler Juden, die in Israel leben und mit denen wir regelmäßigen Kontakt haben. Ich habe mit ihnen eben Kontakt aufgenommen und erfahren, dass es ihnen und ihren Familien gut geht. Und das war für uns, für mich, den ich den Kontakt eben persönlich habe, auch sehr beruhigend. Erste Entscheidungsinstanz war der Verein Region Kellerwald-Edersee. Der Vereinsvorsitzende Ralf Gutheil und Frau Küpper darf ich hier ebenfalls sehr herzlich begrüßen. Der Beschluss des Kellerwald-Vereins fiel in Abstimmung mit Frau Irmhild Weber vom Fachdienst Dorf und Regionalentwicklung des Landkreises Waldeck-Frankenberg, die, glaube ich, heute nicht hier ist. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass die ganze Antragstellung mit Frau Küpper und ihrer Mitarbeiterin Frau Schäfer, wie auch die Zusammenarbeit mit Frau Paul und Frau Weber von großer Hilfsbereitschaft und ebenso großer Zustimmung zum Projekt geprägt war. Carsten Kalöfer, dem Bürgermeister der Nationalparkgemeinde Föhl. Und natürlich verbinde ich auch hier den Gruß mit einem herzlichen Dankeschön für deine Sympathie, für die Arbeit des Vereins und für die Unterstützung bei diesem Projekt. Hervorheben möchte ich die Vorbereitungsarbeiten zu dieser Tafel und beim Aufstellen durch den gemeindlichen Bauhof mit Bauhofleiter Frank Winter. Meine Damen und Herren, ich verzichte auf die Nennung der einzelnen Anwesenden. Das hat Karl-Heinz Stadler ja in seiner Begrüßung bereits getan. Ich grüße und begrüße Sie herzlich im Namen der Nationalparkgemeinde Föhl, aber auch ganz persönlich hier auf dem jüdischen Friedhof. Ich freue mich, dass Sie alle den Weg hierher gefunden haben und ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein kann bei dieser Veranstaltung in diesem Moment. Friedhöfe, das sind Orte der Besinnung, der Ruhe, der Würde und des Abschieds. Und Friedhöfe sind vor allen Dingen auch Orte der Erinnerung. Orte der Erinnerung an Menschen,
aus unserem Umfeld, unseren Gemeinden, aus unseren Gruppierungen und Vereinen. Und wir erinnern uns auf Friedhöfen an ehemalige Wegbegleiter, Freunde und Familienmitglieder. Ein solcher Ort ist auch der jüdische Friedhof bei uns in Vöhl. Wir gedenken heute den Menschen, die auf diesem Friedhof begraben wurden, und wir erinnern daran, dass sie ein Teil unserer Gesellschaft, unserer Vereine hier in Vöhl waren. Wir geben diesen Menschen in Form dieser Tafel, die Herr Schnaps wunderbar gelungen ist, in Form dieser Tafel wieder Namen. Doch der jüdische Friedhof hier in Vöhl ist mehr. Er ist nicht nur ein Ort der Erinnerung an Menschen und jüdisches Leben hier in Vöhl. Er erinnert uns auch an die schrecklichen Geschehnisse des Dritten Reichs und die Vertreibung von Juden sowie die Verbrechen an Juden in Deutschland und Europa. Eine Erinnerung, die anlässlich der aktuellen Geschehnisse vielleicht wichtiger ist denn je. Mit den aktuellen Geschehnissen, Karl-Heinz Stadler hat sie eben schon erwähnt, dem feigen Angriff der Hamas auf Israel, aber ich meine auch das eben angesprochene Ergebnis der Wahlen vor knapp 2 Wochen. Es gelingt einer demokratiefeindlichen, rassistisch orientierten Partei offensichtlich heute wieder, Menschen mit einfachen Plattitüden und verherrlichenden Parolen zu begeistern. Wie kann das passieren? Dabei sollten doch 2 einfache Worte für alle Bürgerinnen und Bürger in unserem Lande klar und verständlich sein. Nie wieder. Nie wieder dürfen Dinge in diesem Land passieren wie im Dritten Reich. Nie wieder dürfen Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Religion oder ihrer Gesinnung verfolgt und ermordet werden. Nie wieder dürfen Begriffe wie Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit, Intoleranz, Demokratiefeindlichkeit Platz in unserer Gesellschaft finden. Und genau deshalb ist es so wichtig, an Orten wie diesem sich an die Verstorbenen und an die Vergangenheit zu erinnern und eben nicht zu vergessen. Diese Gedenktafel tut beides. Sie hält die Erinnerung wach an die verstorbenen jüdischen Mitbewohner und an die Vergangenheit. Ich sage daher herzlich Danke. Danke an alle Beteiligten, die eben genannt wurden. Und stellvertretend für alle nenne ich den Förderkreis der Synagoge und seinen Vorsitzenden Karl-Heinz Stadler sowie alle Mitglieder des Förderkreises, denn ohne sie wäre diese Veranstaltung und auch diese Tafel so nicht entstanden. Herr Stadler, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr verehrte Damen und Herren, ich habe die Ehre, zur heutigen Einweihung der Gedenktafel Ihnen die herzlichen Grüße der Gremien des Landkreises Waldeck-Frankenberg zu übermitteln und zugleich natürlich aber auch die herzlichen Grüße der dort tätigen, im Projekt tätigen Kolleginnen. Herr Stadler, Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass wir manchmal etwas komplizierte Dinge regeln. Aber deshalb haben wir Ihnen unsere beiden besten Kräfte hier auch an die Hand gegeben. Ich grüße also von der Kollegin Paul und auch Weber. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, aber zu dem Ganzen des heutigen Tages. Als die Terminanfrage vor geraumer Zeit angegangen ist, dann wird es mir so gegangen sein wie Ihnen auch. Ich hatte gedacht, wir haben einen ruhigen Termin und können uns sehr konzentriert und fokussiert auf Vöhl konzentrieren und das, auf das wir hier heute in Erinnerung bringen wollen. Das ist alles überlagert durch eine schreckliche Entwicklung im Nahen Osten, und tatsächlich sprechen wir jetzt wieder und müssen wieder davon sprechen, was ist eigentlich deutsche Staatsräson. Ich glaube, es war Bundeskanzlerin Merkel in 2008, als sie vor der Knesset sprechen durfte und diesen Satz formuliert hat. Und tatsächlich erstmalig deutsche Staatsräson mit Sicherheitsinteressen, mit dem Recht Israels auf Existenz in Deckungsgleiche gebracht hat. Das hat eine intensive Diskussion ausgelöst und die erleben wir in Teilen auch jetzt wieder. Aber ich möchte aufzeigen, wie mein Verständnis zu dieser Fragestellung aussieht. Staatsräson in Deutschland bezüglich Israel hat eben auch mit Orten wie diesen hier zu tun. Warum ist es eine deutsche Verantwortung, daran zu erinnern, dafür Sorge zu tragen, dass jüdisches Leben bewahrt wird und auch ein Existenzrecht in der Welt hat? Einfach deshalb, weil wir vor vielen Jahren, Jahrzehnten im deutschen Namen, in Deutschland und in der Welt schwerste Verbrechen verübt haben und tatsächlich dafür Sorge getragen haben, dass jüdisches Leben faktisch nicht mehr stattfindet.
Und deshalb ist es so wichtig, an die damaligen Verbrechen zu erinnern. Und das trifft auch immer die lebende Generation, nicht weil sie selbst Schuld trägt, aber es ist eine gemeinsame Verantwortung der Gesellschaft und Deutschlands insgesamt, daran zu erinnern, damit sich diese Verbrechen nicht mehr wiederholen. Jetzt könnte man sagen, Deutschland ist ein friedvolles Volk und natürlich sind wir ganz weit weg davon, solche Verbrechen wieder hier erleben zu dürfen. Aber es ist schon angesprochen worden, Antisemitismus war nie ganz weg, ist latent in der Gesellschaft auch präsent. Und aktuell erleben wir, dass in der politischen Diskussion Aussagen wieder ruffähig werden, die wir uns vor wenigen Jahren nicht hätten vorstellen können. Deshalb muss Gesellschaft, Zivilgesellschaft wach bleiben und muss mahnen, und dem dient unter anderem ja auch die Gedenktafel, die wir heute einweihen wollen. Aber die Gedenktafel hat noch mehr Funktionen, noch mehr Aufgaben. Und auch das sollten wir heute in den Mittelpunkt rücken. Es beschreibt den Verlust von Menschen, von jüdischen Leben in Deutschland. Es beschreibt den Verlust der intakten, integrierten jüdischen Gemeinden in unserer Zivilgesellschaft, den Verlust von Menschen, die es ebenso verdient hatten, ein glückliches, erfülltes Leben führen zu können. Und da ist Deutschland ein Stück weit ärmer geworden. Und diese Vielfalt, die wir uns immer wieder auch selbst im Pflichtenheft schreiben, ist damals tatsächlich auch verloren gegangen. 160 Namen finden wir auf der Gedenktafel, stellvertretend für viele andere. Ja, und wir sind heute in Föhl und deshalb kommt natürlich auch der Landrat sehr gerne, nicht nur aus Sympathie, sondern weil Föhl vielleicht auch neben der Mikwe in Volkmarsen in der Erinnerungsarbeit eine wichtige Aufgabe inzwischen wahrnimmt. Tatsächlich ist es so, dass jüdisches Leben an anderer Stelle zwar auch stattgefunden hat, aber es nicht überall gelungen ist, Erinnerungsorte zu finden und Erinnerungsarbeit so gut zu organisieren, wie das jetzt hier in Föhl beispielhaft gelungen ist. Das hat man, darf man das so sagen, hat das mit einer glücklichen Fügung zu tun, dass es gelungen ist, einen Ort der Erinnerung mit der Synagoge wieder in die frühere Aufgabe zurückzuführen, als Ort auch der Begegnung, aber eben auch als ein Ort, wo früher jüdischen Glauben gepflegt worden ist. Wir haben die glückliche Fügung, viele Menschen gefunden zu haben, die sich engagieren in der Vereinsarbeit, mit Spenden, um immer wieder neue Projekte nach vorne zu bringen und dann vielleicht auch ein Stück weit stellvertretend für viele andere Orte im Waldeck-Frankenberg aufzuzeigen, was den Verlust letztlich ausmacht. In diesem Sinne darf ich mich ebenfalls sehr herzlich bedanken beim Künstler, beim Verein, bei den Sponsoren, bei allen, die sich tatkräftig für die Realisierung des Projektes eingesetzt haben, und darf sie appellieren, nicht nachzulassen an Erinnerungsarbeit und sich für eine friedvolle Demokratie einzusetzen, die Raum für Antisemitismus nicht lässt. Dazu sind wir alle aufgerufen, auch gefordert, und ich darf Sie bitten, da nicht nachzulassen. Sehr geehrter Herr Stadler, lieber Karl-Heinz, liebe Mitglieder des Förderkreises Synagoge in Föhl e.V., sehr verehrte Ehrengäste, sehr geehrte Damen und Herren. Als Förderkreis Synagoge in Föhl e.V. haben Sie es sich zur Aufgabe gemacht, die Erinnerung an diejenigen Menschen wachzuhalten, die über Jahrhunderte hinweg diskriminiert worden und während der nationalsozialistischen Herrschaft verfolgt, deportiert und ermordet wurden. Es freut mich sehr, dass mit der neuen Gedenktafel hier auf dem jüdischen Friedhof ein Ort des Gedenkens für die 160 jüdischen Mitbürger Föhls geschaffen und damit der Friedhof als Ort des Erinnerns gestärkt werden kann. Ich spreche heute aber vor allem als Vorsitzender des Vereins Region Kellerwald-Edersee e.V. Als LIDA-Region haben wir die Möglichkeit, kulturelle Projekte finanziell zu unterstützen. Das Projekt Gedenktafel für den jüdischen Friedhof Föhl, Erinnerung an die letzte Ruhestätte jüdischer Mitbürger, fördert ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement, trägt zu gesellschaftlicher Teilhabe, Inklusion und Integration bei und unterstützt die zwischenmenschliche Kommunikation. Also das ist für mich sehr besonders. Das ist für mich sehr besonders, das machen dürfen zu können.
muss ich einfach sagen. Also ich habe die Vorredner, die sind sehr politisch unterwegs gewesen, gesellschaftlich. Ich habe auch dieses Hintergrundrauschen, ohne Frage. Aber wenn es um etwas geht, wie so eine Frage, dann passiert eigentlich bei mir das. Besser? Okay. Ja. Also wenn auf mich zugetreten wird und ich soll irgendwas machen, dann passiert in der Regel bei mir eigentlich das. Ich schaue und ich höre. Wir hatten einen Ortstermin hier auf dem Friedhof und wurde kurz beschrieben, um was es geht, und dann bin ich einfach umhergegangen. Ich habe mir das hier angesehen. Und wenn Sie jetzt schauen, was Sie sehen, diese Silhouette, die sehen Sie hier, die sehen Sie dort, die sehen Sie überall. Man muss sie nur sehen. Man muss sie nur in dem Augenblick erkennen. Es war so, dass ich gedacht habe, hier sind viele Menschen gewesen, die nicht verschwunden sind. Ihre Namen sind da. Die Steine sind nicht mehr da. Das, was nie verschwinden kann, das sind die Namen, das sind die Erinnerungen. Die Steine können verschwinden. Aber das, was zusammenhält, das ist die Erinnerung. Das ist eben auch die Erinnerungskultur, die sehr wichtig ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir zeigen eben einfach Steine, die nicht mehr da sind, die also auch wirklich bis unten nicht mehr da sind. Für mich war das sehr wichtig bei diesem Denkmal, bei dieser Darstellung, dass nach unten auch wirklich, dass es zuwachsen kann. Dass es am Ende unten ganz grün wird, dass das Denkmal aus der Erde kommt. Sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, auch ich darf Sie noch einmal im Namen des Vorstands und der Mitglieder des Vereins der ehemaligen Synagoge in Föhl zu dieser Feierstunde willkommen heißen. Wir enthüllen heute die Gedenktafel mit den Namen aller jüdischen Mitbürger und Mitbürgerinnen von Föhl, die bis zur Deportation, Entrechtung, Ermordung und Vertreibung durch den Nationalsozialismus hier bei uns in der Gemeinde oder der Region gelebt haben. Sie waren überzeugte Staatsbürger für das Wohl unserer Gemeinde. Das Gedenken ist ein wichtiger Akt, um einerseits die Erinnerung an die Menschen jüdischen Glaubens wachzuhalten und an das, was damals geschehen ist. Wir alle kennen das Zitat des spanischen Schriftstellers und Philosophen Jorge Santayana, das in der deutschen Übersetzung ungefähr so lautet: Wer sich nicht der Vergangenheit erinnert, ist verurteilt, sie zu wiederholen. Gerade jetzt gewinnt man den Eindruck, dass sich eine immer größer werdende Anzahl von Menschen nicht mehr erinnern und der Vergangenheit stellen wollen. Mit Entsetzen haben wir in Kenntnis genommen, dass bei den Landtagswahlen in Hessen vor knapp zwei Wochen 18,4% eine Partei gewählt haben, die nach Auffassung des Verfassungsschutzes fest im rechten Milieu verankert ist. Die Tatsache, dass Abgeordnete dieser Partei im Januar 2019 bei einer Gedenkstunde für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus aus Demonstration das Plenum verlassen haben, ist Beleg dafür, wie schwach das Geschichtsbewusstsein bei einigen Menschen in unserem Land ausgeprägt ist.